Ja, ihr seht, hier herrscht schon das pure Chaos und ich habe endlich mal wieder Zeit und Lust, ein Bastelvideo zu machen. Das wird auch Zeit. Und zwar habe ich die letzten Tage mir so ein paar kleine Teilchen gebastelt, habe ich hier so vor mich hingebastelt, wo ich ein paar süße Tierchen genommen habe, aufgestempelt habe und dann eben vielleicht einen netten Spruch dazu oder so. Und mir die zur Seite gelegt habe, dass wenn ich zum Beispiel mal irgendwie jetzt schnell ein Geschenk verpacken möchte und möchte da nur schnell was draufpappen, dass ich dann schon was fertig habe. Und ich hatte irgendwie die letzten Tage auch voll Lust zu kolorieren. Und ja, wie es so oft ist, man macht die Kamera nicht an. Und warum eigentlich nicht? Vor allem, wenn man schon länger keine Videos mehr gemacht hat oder zumindest keine Bastelvideos. Und dann dachte ich mir, ach, das zeige ich jetzt mal. Also das hat garantiert auch schon mal jemand anders gemacht. Das werde ich nicht erfunden haben. Aber ich habe was Cooles für mich entdeckt, wo ich gedacht habe, oh ja, das ist voll schön, finde ich richtig cool. Und das will ich jetzt mit euch mal machen. Und das geht nicht mit jedem Stempel, aber mit diesem Elefanten hier wird das ganz gut klappen. Und deswegen werde ich mir den schon mal aussuchen. Ich habe mir hier schon alles Mögliche zurechtgelegt. Und ja, werde einfach mal anfangen. Ich glaube, ich werde ein bisschen Musik vielleicht laufen lassen, zwischendurch mal was erzählen. Aber mit den Dingern, da muss ich mir was einfallen lassen, weil mit diesem normalen Kleber bleibt das nicht kleben. Also da muss man ein doppelseitiges Klebeband oder so nehmen. Ich habe mal ein Video gemacht, wie man sich diese Hüllen hier macht. Und das habe ich mir mit einem Stanzteil von Stampin' Up, habe ich mir das ausgestanzt. Das ist ja so ein Klappteil, damit man eben so einen Griff hat. Aber an dem Plastik hält das leider nicht. Deswegen packe ich das jetzt erstmal da rein, dass mir das nicht wieder abfliegt. So, einmal kurz an die Seite. Hier oben seht ihr, habe ich schon meine Watercolor-Stifte mir bereitgelegt. Und ich habe hier ein Aquarellpapier, mit dem ich total gerne koloriere. Weil man hier Verläufe und so schön hinbekommt. Also das ist echt ein hochwertiges Papier. Ja, und dann fange ich einfach mal an. Und zwar für Watercolor kann ich ja mein schwarzes Stampin' Up Kissen nehmen. Ja, ihr wisst ja, oder vielleicht wisst ihr, wenn ihr meine anderen Videos gesehen habt, dass ich momentan kein Stampin' Up mehr mache. Vielleicht fange ich irgendwann mal wieder mit an, aber momentan auf jeden Fall nicht. Ja, und dann beginne ich jetzt einfach mal direkt und stempel mir mein Elefantchen mal auf. Und dafür nehme ich mir aber hier mal meine Stempelunterlage. Das geht nämlich wirklich gut damit. Ja, den habe ich auch ein bisschen knapp an den Rand, aber nee, passt wunderbar. So, mache ich direkt gleich weiter, weil der Elefant ist doch ziemlich langweilig. Der ist ja nur grau. Und welchen hatte ich denn hier noch gesehen? Ich hatte hier noch einen, wo das auch ganz gut ging. Ja, genau, mit den beiden hier könnte das auch ganz gut klappen, was ich vorhabe. Meinen geliebten Stempelreiniger, den ich nicht mehr hergeben möchte. Der ist echt klasse. So, hier haben wir die Packung mit dem Elefanten. Okay. Ich erkläre euch gleich, warum ich da nur bestimmte Stempel für nehmen kann und verrate theoretisch dann auch schon, was ich eigentlich vorhabe. Aber das ist ja egal. So, die Kätzchen können auch wieder weg. Kätzchen und Hund. Ich glaube, einen Stempel möchte ich noch haben. Ich hatte hier auch gerade irgendwas noch gesehen. Ich glaube, die Giraffe da unten. Ich muss mal kurz gucken. Ah ne, da geht es nicht. Ich sage euch auch, warum es nicht geht. Also, ich habe vor, die so ein bisschen 3D-mäßig zu machen.
Und zwar, ich stempele sie auf, ich male sie mir an und dann schneide ich an bestimmten Stellen, die weiter vorne sein sollen, schneide ich an den Linien lang. Und dann werde ich später mit 3D-Klebepads die Sachen nach vorne oder nach hinten holen. Hier wird es ein bisschen tricky wegen dem Schwanz von der Katze. Da werde ich dann wahrscheinlich nur dieses Stück hier nach vorne holen. Und ja, genau. Ja, viel mehr kann ich da schon gar nicht nach vorne holen, leider. Bei dem Elefanten, den kompletten Elefanten, den Rüssel zum Teil zumindest noch weiter nach vorne als den Körper und den Kopf. Und das Bein hier muss dann ganz hinten sein mit dem Schwanz zusammen. Und ich habe gerade überlegt bei der Giraffe, aber bei der geht es nicht, weil wenn ich da einschneiden würde, dann würde ich die hinteren Füße ja abschneiden. Und das wäre doof. Also das würde auch gehen, aber dann muss man halt den Abstand ganz minimal halten. Sonst sieht das, glaube ich, nicht schön aus. Deswegen lasse ich das jetzt. Aber hier haben wir jetzt erstmal zwei Dinger, mit denen wir das gut ausprobieren können. Dann ein bisschen Zewa, um mir die Farbe dann gleich abzuwischen. Und ich starte mit dem Elefanten und den möchte ich in Grau machen. So, und jetzt könnte ich theoretisch überall, was so ein bisschen weiter hinten ist, hier direkt drauf malen und dann mit den Waterkern oder wo halt Schatten hinfällt, mir das hier schon mal aufmalen und dann eben mit meinen Watercolor vermalen. Manchmal funktioniert das aber nicht so gut, weil die Schatten dann zu dolle sind. Oh, ja, hier geht es ganz gut, aber manchmal geht es halt nicht so gut. Und dann ist es besser, das auf einem extra Teil zu machen, auf irgendein Plastikteil, und dann kann man die Farbe nämlich wieder aufnehmen. Das funktioniert manchmal so gut und manchmal so gut. Also es kommt aufs Papier an und ich habe irgendwie das Gefühl, es kommt auch manchmal ein bisschen auf die Stempel an. Also wie gut das zu sehen ist, was man eigentlich machen möchte. Und ich finde, wenn man die Farbe von hier nimmt, dann hat man nicht so fiese Kanten beim Übergang. Seht ihr das? Also da hat man halt, wenn man vorher drauf gemalt hat, hat man halt hier so einen fiesen, dunklen Übergang. Und das hat man halt, wenn man die Farbe vom anderen aufnimmt, nicht. So. Ja, hier zum Beispiel, da kann wieder noch ein bisschen dunkler ruhig in dem Bereich. Ich brauche gleich noch ein bisschen Farbe, das reicht glaube ich noch nicht. Wobei hier vorne kann es ja ruhig heller sein. Da fällt ja kein Schatten hin, aber da zum Beispiel. Ja, vielleicht kriege ich es so hin. Ja, ein bisschen noch. Ja, jetzt zum Beispiel unterm Kopf gefällt es mir gar nicht. Das ist jetzt viel zu dunkel. Vielleicht kriege ich da noch mal ein bisschen was abgenommen. Ich probiere es mal. Mal geht das eigentlich mit der Farbe und dem Papier in der Kombination ganz gut, wenn man da öfter drüber geht, dass sich die Farbe fast komplett wieder wegnimmt. Aber da habe ich wahrscheinlich zu lange gewartet. Also es wird besser, aber leider nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Ja, gut. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ich baue jetzt einfach da noch mal, damit der Schatten dann auch ein bisschen gleichmäßiger ist, baue ich mir jetzt hier noch mal ein paar Schatten rein. Seht ihr, wenn man das nämlich von da aufnimmt, dann kann man es auch viel besser wieder abnehmen. So, und hier unten brauchen wir auch noch ein bisschen Wasser mal wegnehmen, kurz vom Pinsel, dass ich hier ein bisschen mehr Farbe habe. So, ich hoffe, dass ihr mich heute gut hört. Ich habe nämlich in meinen letzten Videos irgendwie festgestellt, dass irgendwie meine Einstellung da irgendwas nicht hingehauen hat und der Ton ziemlich leise war. Ich habe es jetzt eingestellt, dass es wieder ein bisschen lauter ist. Ich hoffe,
dass das auch wirklich funktioniert. So, das reicht mir jetzt schon. Wir finden den Schwänzchen. Der müsste eigentlich auch dunkler sein, weil der ist ja auch hinten eigentlich. Und da ist es nämlich auch das Problem, dass man diese Technik, die ich gerne machen möchte, da theoretisch gar nicht machen kann, weil dann würde ich den Schwanz ja komplett abschneiden. Also der ist ja ganz hinten. Und wenn ich das dann nach vorne, also weiter nach vorne setzen möchte, dann habe ich ein Problem. Dann hätte ich es ja auch vier dem. Geht das? Nee, geht ja nur drei. Wenn das die eine Stufe ist, die andere und die nächste, dann ja, der ist halt auf der Höhe vom Dings so. So, was ich bei dem Papier und vor allem bei der Farbe total mag, was normalerweise immer klappt. Ich hoffe, dass es jetzt kein Vorführeffekt ist. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr es seht. Ich habe hier übergekleckert. Normalerweise, wenn man hier mit viel Wasser, also mit dem Pinsel, immer wieder rüber geht, dann macht man ja automatisch mehr Wasser drauf. Und wenn man dann noch mal so ein bisschen tupft und aha, jetzt wird es ein bisschen besser, aber es ist irgendwie, na, vielleicht liegt es auch daran, das ist ja hier eigentlich schwarz. Und wenn man es dann verdünnt, wird es halt eben grau. Gut, funktioniert jetzt nicht so gut, aber ich schneide den ja komplett aus, deswegen ist es eh nicht so schlimm. Und dann nehme ich mir so ein ganz helles, blasses Rosa. Da möchte ich mir die Wangen so ein bisschen machen, beziehungsweise die Ohren. Hier in den Ohren, hier einfach so ein bisschen. So. Ich weiß, man sieht es kaum, aber ich sehe es. Mir fällt es auf. Kann auch ruhig noch ein bisschen mehr sein. So, da wird schon zu viel. Da kann ich gleich mit Grau nochmal drüber gehen. Ausdünnen. Gut, dann gehe ich hier nochmal kurz ein bisschen mit dem Grau. Ja, entschuldigt das. Ach so, jetzt habe ich hier eine andere Farbe genommen. Das geht aber nicht. So, einmal weg damit. So, jetzt aber Pinsel nochmal gucken, ob der auch genug Wasser hat. Weil das möchte ich ja jetzt nicht so dunkel haben hier. So. Aufpassen wegen den Übergängen jetzt. Pinsel einmal sauber machen, einmal drüber mit dem feuchten Pinsel und dann wird es auf jeden Fall schon besser. So, ich denke, jetzt reicht es. So sieht er doch ganz süß aus. Wunderbar. Ja, und dann, also er ist vielleicht schon dran, das will ich ja nicht haben. So. Hund und Katze, ja, da ist immer das Problem, ne? Welche Farben. Also ich habe immer das Problem bei Hund und Katze, welche Farben ich nehme. Ich immer entweder ja braun oder schwarz und ich finde beides irgendwie ein bisschen langweilig. Und dann ist auch immer die Frage, welchen Braunton? Ich nehme jetzt hier einfach mal diesen und probiere mal bei dem Kätzchen. Das ist oder nee, bei dem Hund lieber. Okay, ja, das passt doch aber ganz gut eigentlich, denke ich. Ja, so das Ausmalen, wenn ihr mir dazu guckt, das ist natürlich ziemlich langweilig. Ja, warum habe ich eigentlich in letzter Zeit so wenig Videos gemacht? Das ist vielleicht eine Frage, die euch interessieren könnte. Ja, ich hatte einfach viel zu viel um die Ohren. Mein Mann hatte eine OP vor ein paar Tagen. Der musste sich jetzt ein bisschen erholen. Dann habe ich ja in irgendeinem Video erzählt, dass ich ein mega super cooles Geburtstagsgeschenk bekommen habe von meinem Mann. Und zwar ein neues Auto. Und ich bin ja ein Fan von schnellen sportlichen Autos. Und genau sowas ist es auch geworden. Und ja, dann musste ich natürlich ein bisschen testen. Und bin dann halt dementsprechend auch ab und an jetzt mit meinem Auto so ein bisschen unterwegs gewesen, so wie es ging, weil ich ja eigentlich auch
zu Hause sein musste, weil es eben meinem Mann auch nicht ganz so gut ging und den halt auch ein bisschen pflegen musste. Das war so ein bisschen schwierig, wenn man, weiß nicht, ob ihr das kennt, ist ja egal, was es jetzt ist, ob es jetzt ein neues Auto ist oder was auch immer, wenn man irgendwas neu hat und dann juckt es in den Fingern und man möchte es eigentlich gerne ausprobieren. Und ja, wenn man dann aber nicht kann, weil eben andere Sachen wichtiger sind, dann ist das immer so ein bisschen. Also mir geht das auf jeden Fall immer so. Ich weiß nicht, ob das euch so geht. So, finde ich schon ganz süß. Dann haben wir den Rest noch vom Hündchen und der Schwanz, der muss natürlich viel dunkler, weil der ist ja hinten. Versuche ich hier mal mehr Farbe aufzunehmen. Und links. Jawohl. So klappt's. Ja, ist doch ganz niedlich. Ja, wie gesagt, und dann war ich halt mit dem Auto. Dann habe ich mir selber theoretisch noch was geschenkt. Das habt ihr ja vielleicht nein, ich weiß gar nicht, ich weiß noch nicht, wann ich dieses Video hier hochlade. Deswegen, für mich war es jetzt gestern, aber kann halt sein, dass es für euch ein anderer Tag war. Und ja, ich habe mir halt eine Drohne gekauft. Die habe ich mir eigentlich hauptsächlich dafür gekauft. Ihr wisst vielleicht, dass ich ja nach Spanien fliege im Juli auf den Jakobsweg wieder. Diesmal allerdings zusammen mit meiner Freundin und weil es für sie das erste Mal ist und nicht so geübt ist, was Wandern und so angeht. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir nur 100 Kilometer bzw. 113 Kilometer von Ferrol bis nach Santiago laufen. Und ja, in dieser Zeit gucken wir mal, was uns auf dem Weg so erwartet. Jeder Jakobsweg ist ja ein bisschen unterschiedlich. Also ich glaube, es gibt, man kann, glaube ich, den Weg 20 Mal laufen und es wird nie gleich sein. Und ja, deswegen lassen wir uns einfach überraschen, wie das Ganze eben wird. Und ich möchte halt gerne jetzt auch für den YouTube-Kanal natürlich, aber eben auch für mich privat gerne ein paar Videos machen vom Weg, was ich ja beim letzten Mal theoretisch auch schon gemacht habe, aber eben nicht offen auf diesem Kanal hier, sondern ich hatte eine geschlossene Facebook-Gruppe und jeder, den es interessiert hat, der konnte eben, den habe ich halt dann dieser Gruppe hinzugefügt. Und ja, dann konntet ihr theoretisch so meinen Weg so ein bisschen verfolgen. Ich hatte zwar meine Kamera mit und hätte theoretisch auch Videos machen können für den YouTube-Kanal. Ich habe auch zum Teil ein bisschen gefilmt, aber manche Videos haben mir nicht so gefallen oder dann habe ich vielleicht einen schlechten Tag gehabt und habe im Video halt ziemlich viel rumgejammert. Und ja, die wollte ich jetzt nicht so, ohne dass man groß die Hintergründe weiß. Also wenn man jetzt die ganze Zeit in so einer Facebook-Gruppe ist und dann halt eben die ganze Zeit so ein bisschen live mit dabei ist, dann weiß man ja die Hintergründe, warum manche Sachen vielleicht gerade nicht so toll sind. Und jemand, der jetzt halt da eben nicht dabei war oder nicht bei dieser Gruppe war, der hätte das vielleicht nicht so nachempfinden können oder nicht, ja, nicht, hätte nicht gewusst, warum die Sachen jetzt so sind, wie sie sind. Und dann wäre es schad gewesen, wenn man vom Jakobsweg so ein, oh, da ist alles doof, Eindruck bekommt. Das wollte ich halt nicht. Und deswegen hatte ich mich entschieden, das eben nicht alles zu veröffentlichen, sondern habe die Videos für mich so privat hier gelassen. Und ja, genau, das war die Erklärung dazu. Und wie gesagt, ich möchte halt auf jeden Fall wieder Videos machen und habe mir halt gedacht, okay, dann mache ich es doch ein bisschen schicker, weil es ist ja nicht nur für euch jetzt hier, für den Kanal, sondern eben auch für mich als ja, Erinnerung, sage ich jetzt mal, für diesen Weg, für später. Und deswegen möchte ich dort schöne Videos haben und dachte mir, okay, dann machst du es jetzt einfach so, dass du dir diese Drohne kaufst, der ich ja schon sowieso ein bisschen länger geliebäugelt habe. Und dann
ja, machst du eben schöne Videos auf dem Weg. So, ich verzettel mich gerade ein bisschen mit dem Reden. Bin jetzt auch fertig mit dem Kolorieren, Gott sei Dank. Na, habe ich jetzt irgendeinen Stift falsch reingepackt? Hä? Dann habe ich jetzt hier einen über. Achso, das ist der rote. Mensch. So, genau. Ja, so sieht das jetzt aus. Gefällt mir jetzt schon ganz gut. Und dann kommt jetzt die doofe Arbeit. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt gleich dann beim Video schneiden einfach rausschneide und komplett überspringe, die Ränder jetzt entlang zu schneiden. Oder ob ich Musik reinmache, da gucke ich mal. Je nachdem auch, wie lang das Video ist. Also ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal an den äußeren Kanten wirklich direkt dran lang schneiden. Also nicht mit Abstand, wirklich dran lang an den Linien. Ibi, ich habe es geschafft, ich habe sie endlich ausgeschnitten und besonders bei denen hier war das so friemelig mit den Schwänzen hier hinten. Ja, ich habe es aber geschafft jetzt, Gott sei Dank, und ich bin da auch ein bisschen pingelig, muss ich sagen, mit dem Ausschneiden. Mich nervt sogar bei diesem Schnurrhahn da, bei der Katze, dass dazwischen noch so ein bisschen weiß ist. Also wenn es nach mir ginge, würde ich das am liebsten auch noch rausschneiden, aber dann reißt das so schnell kaputt und ja. Aber ich sehe hier gerade hier vorne, diese kleine Ecke kann aber noch weg. So, seht ihr, was ich meine? So, ich bin da wirklich einfach ein bisschen pingelig, was das angeht. Na komm schon, geh doch ab, Mensch. So, endlich. Na gut, so, und jetzt komme ich zu dem eigentlichen, wie ich das halt machen möchte, dass ich das jetzt so ein bisschen 3D-mäßig mache. Und zwar gucke ich jetzt, dass ich hier die Linie natürlich von dem Hund erhalten bleibt. Und dann trenne ich das so bis, ja, mal gucken, also direkt hinter der Linie halt lang schneiden. Und ich würde sagen, so bis zum Ende vom Kopf der Katze, so in etwa. So würde ich es, glaube ich, machen. So finde ich es ganz gut. Vielleicht sogar noch die Pfote. So ein ganz bisschen länger, als ihr es haben wollt, weil es braucht ja ein bisschen Spiel zum Klappen. Seht ihr jetzt, wie ich es meine? Jetzt ist es hier so. Und wenn ich das jetzt hinten direkt aufs Papier klebe und hier so ein, wo habe ich denn die jetzt hingetan? Hier unten wieder rein. Und jetzt hier so ein Pad mir dazwischen klebe, dann steht das hier oben auf dem Papier ja ab und dadurch wirkt es dann schon so ein bisschen, ja, dreidimensional. Und ja, wo könnte man das hier noch machen? Man könnte das zum Beispiel mit dem Fuß noch machen, aber den müsste man dann komplett abschneiden und das mag ich nicht so gern. Deswegen lasse ich das. Bei dem Elefanten ist es hier echt easy, weil da geht es theoretisch nur an zwei Stellen, nämlich einmal hier bei dem Bein. Zack. Und wie gesagt, diesen Strich, den gestempelten Strich, den lasse ich immer auf der Vorderseite sozusagen. Und die Hinterseite, die dann eben den Schatten hat, die kriegt dann eben hier einfach, also da ist das dann ab sozusagen. Also da gibt es keinen Strich. So, und dann klappt man das halt so nach hinten. Und ich sehe gerade, der Schwanz, der hat irgendwie gar keine Farbe abgekriegt. Da muss ich nochmal drüber gehen. Und am Öhrchen hier oben vielleicht auch. Ja, und dann mache ich mir halt einen schönen Hintergrund und dann klebe ich das so dreidimensional auf. Und ich zeige euch gerade mal ein paar Teile, wo ich es schon gemacht habe. So, also hier habe ich jetzt ein Teil, da habe ich das schon genau so gemacht. Und wenn man jetzt so ein bisschen schräg guckt von der Seite, dann sieht man, dass das eben so dreidimensional ist. Ich muss mal die Lampe hier weiter rüber, dann seht ihr es ein bisschen besser. Seht ihr? Und dazwischen, hier unten, habe ich eben immer diese Pads reingeklebt. Also dieses doppelseitige Klebezeugs mit Schaumstoff. Und hier beim Kopf habe ich hier auch eingeschnitten. Hier diesen Strich einmal entlang geschnitten. Und dann eben den Kopf auch auf so ein Teil gemacht. Also man sieht es jetzt hier in der Kamera nicht ganz so gut wie in Wirklichkeit. Aber auf der Karte sieht es wirklich aus, als wenn es so 3D wäre. Also der Kopf ist ein bisschen weiter vorn als hier der Körper. Wenn man das noch extremer machen will, könnte man jetzt hier unter den Körper
noch einen kleinen Klebeklecks machen und den halt nochmal nach hinten kleben. Und ja, den Schwanz zum Beispiel könnte man hier jetzt nochmal festkleben und dann sieht man es auch gleich nochmal ein bisschen krasser. Vielleicht mache ich das sogar noch. Hier noch so einen kleinen Klebepunkt hin. Ja, und dann habe ich hier so einen Spruch, der war halt bei dem Stempelset dabei. Und ja, einfach noch so einen kleinen Spruch dazu gestempelt. Und solche Sachen habe ich mir eben gebastelt, um jetzt, ja, wenn ich mal ein Geschenk verschenken möchte und eben einfach mal schnell was da haben möchte, dann dachte ich mir, okay, dann bastle ich mir so ein bisschen was. Und da habe ich jetzt halt so ein paar verschiedene gemacht. Ich habe jetzt nicht nur 3D, sondern ich habe auch ganz normale hier einfach gemacht. Hier zum Beispiel habe ich dann auch 3D-mäßig, aber eben dadurch, dass ich hier verschiedene Schichten genommen habe. Und zwar, ja, wie man das eben von Karten und so auch kennt, wenn man das halt so ein bisschen Dimension reinbringen will. Hier die Schrift eben weiter nach vorne und den Teddybären hier auch mit so einem Abstand da aufgeklebt. Und dadurch hat man auch drei Dimensionen. Hier sind es dann theoretisch auch drei, dadurch, dass das Teil hier auf diese Spruchkarte, dann ist es so ein ganz bisschen hinten, aber das jetzt nicht wirklich. Aber das Schäfchen halt auch wieder mit so einem Abstand. Das mag ich eigentlich immer ganz gern, weil das macht dann auch, wenn man so sich so anguckt, dann macht das nochmal so einen Schatten. Und ich finde das immer schöner, wenn es so ein bisschen rauskommt. Und hier eben mit diesen Beinchen, das fand ich halt total cool. Da habe ich halt die Idee gehabt, ach Mensch, ich könnte das doch so einschneiden und dann so ein bisschen so ein 3D-Effekt machen. Aber ich werde das echt machen, dass ich hier so einen Klecks Kleber mir noch hinmache. Weil eigentlich ist ja der Schwanz ganz hinten und dadurch, dass es vom Kolorieren so ein bisschen sich quasi gebogen hat, wirkt das jetzt so, als wenn der hier ganz hinten, ganz vorne wäre. Da gehört er ja nicht hin, der gehört ja nach ganz hinten. Deswegen klebe ich den hier jetzt nochmal an. Und wenn er hier vorne wieder so ein bisschen nach vorne fällt, dann finde ich es gar nicht so schlimm. Er ist ja auch so gewellt. Könnte ja auch in Wirklichkeit sein, dass der Wind den wieder nach vorne pustet oder so. Aber wenn es euch nicht gefällt, dann kann man es auch nach hinten kleben. Dann macht es, glaube ich, auch mehr. Dann kommt die Dimension der Beine mehr zur Geltung. Dann mache ich das hier jetzt auch nochmal kurz. Einmal kurz ein bisschen biegen. Na komm. Hüppi. So. So, und weil das schon ein komplett fertiges Teil ist und auch verschenkt werden soll, drücke ich das jetzt mit Zebra an, damit ich hier mir nicht mit den Fingern, man hat ja doch immer ein bisschen was dran. Und dann versaut man sich nachher die Karte. Ja, jetzt sieht es natürlich noch cooler aus, wenn der Schwanz da hinten angeklebt ist. Dann kommt das mit den Beinen hier gleich noch besser zur Geltung. Hier seht ihr jetzt auch, was ich meine, wenn man das in der Hand hat und das macht noch so Schatten. Finde ich total süß. Ja, und ich dachte, ich zeige euch das mal, weil das theoretisch total easy ist. Bei dem hier, wie gesagt, ist es ein bisschen schwieriger, weil man muss hier wirklich nur das Bein theoretisch. Man könnte jetzt hier, das werde ich jetzt hier auch nochmal machen. Und zwar werde ich hier noch einmal dran lang gehen, bis dahin. Dadurch kann ich den Körper dann auch noch weiter in eine andere Dimension bringen. Und ich werde hier am Rüssel auch nochmal dran lang gehen. Bis hinten hin. Und dann kann man nämlich den Rüssel auch noch nach vorne setzen. Also dann ist der Rüssel hier vorne, das ist hinten mit dem Schwanz und hier, dann ist der komplette Kopf theoretisch weiter vorne. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich nehme jetzt mal irgendein Teil hier, was ich mir mal kurz zurechtschneide. Hier so ein Rest, den ich hier habe. Ich lege mir meine Sachen hier gerade an die Seite. Richtig rummachen. So, und dann nehme ich mir hier einfach mal so 3 cm, so einen Streifen und schneide mir hier mal, ja, das Gelb, da kommt der Elefant ganz gut zur Geltung. Mache hier einfach nochmal so 3 cm oder vielleicht lieber 4, dann habe ich noch ein bisschen Platz, noch einen Spruch oder so mit dran zu kleben. Ich würde jetzt normalerweise vielleicht auch die Ecken noch abrunden oder so. Das sieht auch immer ganz schön aus, finde ich, wenn die noch so ein bisschen abgerundet sind. Und jetzt werde ich das mal aufkleben. Und zwar habe ich ja hier auch 3 verschiedene Höhen. Also ganz dünn, dann ein bisschen dicker
Und eben die ganz dicken, das sind ja die vom Action, die kann man ja beim Action kaufen, die kosten ja fast nichts, die Dinger, und die halten ewig und die verlieren auch ihre Klebekraft nicht, nicht wie das doppelseitige Klebeband vom Action, wo ich mich echt geärgert habe, weil das komplett die Klebekraft verloren hat. So, und jetzt bei diesem Hintergrund hier, ich glaube, ich mache den auch so, dass das Schwänzchen hier ruhig ein bisschen übersteht. Das ist ja nicht weiter wild. Und dann nehme ich mir das Teil, was halt nach ganz hinten soll, nehme ich mir und klebe das einfach nur mit dem normalen Kleber hier an. So, das soll hier direkt jetzt auf der Karte kleben. Und das ist ja auch nur das Teil, was da dran kleben soll. Und dann nehme ich mir diese ganz dünnen Klebepatties. Das könnt ihr auch vorher machen, das ist vielleicht schlauer. Ich löse das hier nochmal ab. Das ist ja noch nicht. Oh doch, ist schon ganz schön getrocknet. Krass. Mach hier unten erstmal auf den Körper und überlege jetzt halt erstmal in der Hand. Das ist schlauer. Was weiter nach vorne und was weiter nach hinten soll. So, und weil ich es hier nicht ganz so weit abstehen haben möchte, nehme ich die ganz dicken hier jetzt gar nicht, sondern nur den hier. Und setze das hier halt hier so ziemlich nah an den Rüssel. Ihr könntet jetzt hier auch so einen Streifen abschneiden, das direkt auf den Rüssel kleben. Mache ich jetzt aber nicht. Ich möchte, dass der Kopf sowieso den gleichen Abstand behält. So, und jetzt habe ich ja hier die verschiedenen dicken Klebepads dran. Und ja, dann ziehe ich mir das ab, mache mir da nochmal Kleber auf das Beinchen. Und dann klebe ich die Sachen kurz an, drücke das einmal an, dass es hält. So, hier nochmal neuen Kleber. Zack. Fest und jetzt gucken, dass ich hier auch auf das gleiche Stück wieder komme, wo es vorher war, damit man das Kaputte jetzt nicht sieht. So, und dann drücke ich einfach alles an. Sieht im ersten Moment komplett gleich platt aus, aber im nächsten Moment dann eben nicht mehr. Ja, und jetzt sieht man halt, ne, der Kopf, der guckt wirklich nur so ganz minimal weiter raus als der Körper. Und das Bein ist halt ganz hinten dran. Ja, und schon hat man dreidimensionales Bild. Ja, finde ich mega schön. Gefällt mir richtig gut. Und hier jetzt einfach noch so einen kleinen Spruch vielleicht dran. Vielleicht so einen schmalen Streifen nur, der hier so lang geht oder so. Und schon hat man einen süßen kleinen Anhänger an ein Geschenkchen oder ein Aufkleber für ein Geschenk einfach selbst gemacht, und das kann man, finde ich, gut machen, wenn man ein bisschen Langeweile vielleicht hat. Hier sowas zum Beispiel ist ganz cool, was man dann noch hin und her bewegen kann. Mit einem Brett angebracht oder so. Oder hier unten angebracht und hier oben noch ein Sticker oder also so ein Glitzersteinchen oder irgendwie sowas. Ja, das würde mir gut gefallen. Und ja, dann hat man eben, wie gesagt, einen süßen kleinen Anbringer für ein Geschenk. Man kann die machen, wenn man einfach Lust und Laune dazu hat, und kann sich die alle in ein Kartönchen oder einen Umschlag oder wie auch immer packen und hat dann eben ja, genug Sachen liegen, um dann mal schnell zu irgendwas zu greifen, wenn man ein Geschenk verpacken möchte. Gerade aber eigentlich keine Zeit hat und es einen stört, dass es nicht so liebevoll aussieht. Und so kann man sich die Zeit halt gut dafür einteilen. Ja, das mag ich. Das kommt damit hin. Ja, mit dem überlege ich mir gleich noch was. Das mache ich aber für mich dann in Ruhe. Und ja, ich zeige euch noch gerade. Ich habe noch zwei Sachen gebastelt, die ich ganz süß fand. Da habe ich auch eigentlich an jemanden gedacht, bei beiden. Und ich kann mich nicht entscheiden, welches von beiden ich der Person gerne schenken möchte. Und zwar einmal so eine ganz schlichte Karte hier. Hallo süße Maus, du bist erste Sahne, und so ein paar Glitzersteinchen dazu. Drin habe ich gar nichts gemacht, weil ich dachte mir, ich mag das immer gern, wenn man Karten weiter verschenken kann. Und ich lege immer lieber lose Zettel rein, wo was draufsteht. Und dann kann man die Karte nämlich wieder weiter verschenken. Und dann habe ich noch eine komplett selbst gemacht. Die hier, die war vom Action Set mal. Da sind ja so verschiedene Farben immer in einer Packung. Und ich weiß gar nicht, pro Farbe zwei oder drei Stück und dann halt immer einen passenden Umschlag dazu. So, und das ist die andere.
Post für dich und dann vorne hier diese süßen Meerestierchen. Und wenn man die dann aufmacht, dann sieht die so aus. Einfach mal abtauchen. Ja, und die fand ich auch ganz süß. Und hier habe ich eben auch mit verschiedenen Elementen gearbeitet. Und die habe ich mit Absicht tatsächlich so ein bisschen gebogen, dass sie so aussieht, als wenn die so nach hinten so ein bisschen wegtaucht. Irgendwie habe ich es gerade so mit diesen unterschiedlichen Höhen und Tiefen. Das gefällt mir im Moment richtig gut. Das ist bestimmt wieder nur eine Phase, wie alles bei mir, aber ja, momentan mag ich es. Ja. Und ja, also wenn ihr Lust habt, dann würde ich auch so eine Karte eintauschen. Ich kann die ja auch jederzeit nochmal wieder neu machen für die Person, für die ich sie eigentlich mal gedacht habe. Das ist ja nicht schlimm. Und ja, wenn ihr Lust habt und euch die Sachen gefallen haben, dann dürft ihr mir gerne schreiben. Also die beiden Karten würde ich auch theoretisch vertauschen. Wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir einfach unten in die Kommentare oder ihr findet unten immer auch, wo ihr mich sonst finden könnt. Ihr findet die E-Mail-Adresse, wo ihr mich anschreiben könnt, falls ihr irgendwelche Fragen, Anregungen, Beschwerden, was auch immer habt. Dann dürft ihr das gerne per E-Mail einfach machen. Und ansonsten auch einen Link zu meiner Facebook-Gruppe, die allerdings, oder meiner Facebook-Seite, die allerdings momentan nicht so viel genutzt wird oder schon seit längerem, weil irgendwie, ja, ich habe mir vorgenommen, dass ich da wieder mehr machen muss. Solche Sachen zum Beispiel mal schnell ein Foto machen und hochladen, ist ja eigentlich nicht schlimm. Und ja, könnte ich ja jetzt zu dem Foto verlinken, zu dem Video verlinken. Ja, alles Sachen, die euch gar nicht interessieren. Auf jeden Fall findet ihr unten in der Infobox ganz viele Plätze, wo ihr mich noch finden könnt oder wo ihr Kontakt mit mir aufnehmen könnt. Und wenn ihr Bock habt, dann können wir die Karten gerne tauschen. Okay, ihr Lieben, bevor ich jetzt noch mehr rede und gar nicht mehr weiß, worüber, sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.